Wie siehst du die Situation rund um Michi Lindl? Also, ich mache mir oft ein Salatdressing mit Zitronen, nicht mit Essig. Und ich hole jeden Tropfen aus der Zitrone raus, bis nichts mehr drin ist. Dann kannst du dir aber am nächsten Tag keinen Salat mehr machen. Kaufe ich mir eine neue. Ja, aber für einen Feldhofer kann sich keinen neuen Lindl kaufen. Aber er hat 4 Tage Zeit, bis dieser Herr Lindl wieder Saft hat in den Beinen. Ich meine, ein Spieler der Qualität von Lindl, der hat ja noch laufen können. Der war nicht leer, der war nicht auf dem Zahnfleisch dahin gekrochen, sondern er hat noch immer Impulse geben können mit Pässe, mit Spielverlagerungen, mit vielleicht Standardsituationen. Also ich würde diese Rotation, wie es so im Neuen jetzt auch heißt, wirklich in Frage stellen. Nein, diese Spieler sind beim Verein, haben da einen Vertrag, sollen ihre Leistung bringen, sind die besseren Spieler und die presse ich aus, bis der Zitronensaft leer ist. Okay. Aber Andi, du hast bei Talk und Tore mit Michi Lindl diskutiert, da hatte man auch den Eindruck, er möchte am liebsten immer durchspielen. Ist doch ganz normal und er ist ein Spieler, er weiß, er kann mit einer Aktion, mit einer Flanke, mit einem Schuss, kann er das Spiel in eine richtige Richtung oder in die richtige Richtung für seine Mannschaft lenken. Als Trainer siehst du natürlich dann ein bisschen das anders, musst Entscheidungen treffen. Ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, wir haben gespielt seinerzeit gegen Israel, der Otto Baric hätte mir eigentlich noch 60 Minuten austauschen müssen, ich bin in der 95. Minute einen Ausgleichstreffer geschossen, damals durch einen Freistoß und der Otto ist zu mir gekommen und gesagt, schauen Sie, hätte ich sie müssen austauschen nach 60 Minuten. Habe ich gewusst, sind sie Spieler extra klasse, können sie mit einer Aktion gewinnen für uns. Das ist halt immer ein bisschen das Bauchgefühl von einem Trainer, auch das Quäntchen Glück, was du brauchst. Aber als Trainer der Mannschaft weißt du selber genau, wie sich der Spieler fühlt. Wir sitzen jetzt da, aber von der grundlegenden Idee bin ich eigentlich beim Fredl, wo ich sage, wenn ich einen Spieler habe, wenn ich eins nur hinten bin, pfeif auf die 15 Minuten, den schone ich nicht fürs nächste Match, sondern ich will da noch das Spiel umdrehen. Bravo. Aber, wie gesagt, wir wissen jetzt nicht so genau die Details, die Ferdinand Feldhofer als Trainer vom WRC weiß. Ihr zwei Zitronenauspresser.